eines Mannes. Anspruchsvolles Terrain. Der neue Gillette. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything. Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Hallo und willkommen zum Stream. Noch ist keiner da, aber ich denke mal, es wird sich gleich ändern. Ich denke mal, ich habe pünktlich angefangen. Setup hat ein bisschen gedauert, ich habe ein bisschen den Vorspann laufen lassen, damit ihr ihn auch nochmal sehen könnt. Ja. Und ich starte mal einfach einen ganz gewöhnlichen Run. Ist der Chat, der sollte dann auftauchen, wenn
ja, wie man verschreibt. Okay. Na ja, ran. Ja, mal Isaac. Und zwar hart. Wir haben da bisher nur Mams Herz besiegt. Bei Azazel war es auch der Boss Rush Mode. Gucken wir mal, was Isaac so drauf hat. Und hart, weil ich mag es hart. Nee. Spaß. Aber ich sehe es nicht ein, warum man das auf einfach machen sollte, wenn man nachher das für hart auch nochmal x-mal spielen muss. Ich sehe es nicht ein, die Items für einfach und hart gleichzeitig freischalten zu müssen. Hintereinander freischalten zu müssen, wenn ich es doch eigentlich gleichzeitig machen kann, indem ich einfach gleich im Hard-Mode spiele. Deswegen, ja. Ah, guten Abend, Dystopien, da bist du ja. Hab ja schon mir gedacht, dass bald jemand auftauchen müsste. Ah. Ja. Wie gesagt, Hard-Mode und ich verreck gerade. Guter Anfang. Okay, kein Problem, mach das. Ich habe es vorhin geschafft, im Basement-Seat das Spiel zum Absturz zu bringen. In Level 33 oder 34 nachher habe ich eine Pille geschluckt und bin abgestürzt. Nach so einem gefühlten 30 Lack-Up-Pilz. Fand ich relativ lustig. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Sag mal, haben wir Curse of the Maze? Weil irgendwie glaube ich, dass ich hier durch Türen gehe und ganz woanders rauskomme, als ich eigentlich will. Das muss ich gleich mal checken. Ja, Curse of the Maze. Das heißt, wenn wir durch Räume, durch Türen gehen, teleportieren wir zufällig zwischen den Räumen. Wunderbar. Gucken, ob irgendwo HP rumliegen. Nicht in Reichweite, aber dank Bombe. Na, ist egal, wo ich sie hinpacke. Genug Coins für den Shop. Na gut, fast genug Coins. Audio-Einstellungen musste ich vorhin nochmal überarbeiten. Ich habe vorhin bei dem Endless Basement Run habe ich das aufgenommen. Daraus einen Zeitraffer gemacht. Der ist noch nicht ganz fertig. Da fehlt mir noch Musik. Aber im Laufe dessen habe ich festgestellt, dass plötzlich meine Soundeinstellungen weg waren und mein Aufnahmegerät quasi stumm geschaltet. Ich hätte lieber den Zeitraffer mit Originalton gemacht. Ja. Resultat ist jedenfalls, dass ich den komplett die Einstellung neu machen musste für alles. Kann also sein, dass es nicht ganz stimmt oder nicht wie gewohnt ist. Ah, Charm of the Vampire wirkt. Wunderbar. Das ist natürlich ideale Item gegen Duke of Flies, wenn man schon mit wenig HP reingeht. Das spawnt ja so viel Mist, an dem man sich satt fressen kann. Das müsste ich noch tot kriegen. Das sieht fast aus wie eine Champion-Version, deswegen hat er wahrscheinlich mehr HP. Wundert mich auch nicht, weil Hard Mode mehr Champions hat. Aber bisher würde ich sagen, für Hard Mode geht es noch recht geschillt ab. Ich war kurz überlegen, ob ich neu starte bei Shadow of the Vampire, aber es hat sich jetzt schon als nützlich erwiesen und kann nicht schaden, es zu behalten bis zum Ende. Gut. HP ab 14 Cent. Ich würde sagen, im nächsten Level mal in den Shop reingucken.
Und mal checken, was der Curse-Raum hat und dann ab zum nächsten Level. Eine Trollbombe. Wunderbar. Ach, Moment, ich mache mal mein Dashboard noch hier hin. Dass mir dann ab und zu mal dann normalerweise die Betrachter anzeigen sollte, macht's aber nicht. Schalte ich die mal kurz neu. Ah, jetzt funktioniert's. So. Mach ich mir das mal da unten hin. Ah, ist echt eng und das bei zwei Bildschirmen. Ganzen Quark hier. Gut, mehr Coins, ein buntes Steinchen, das nehmen wir natürlich mit. Möglichst am Rand. So. Also den Bombenstein mit erwischt und damit noch mehr Ruck gesprengt. Obwohl es eigentlich egal ist. Zugang zu den Coins war ja eigentlich das Ziel und das war ja auch so erreicht worden. Bombe. Merken wir uns mal, dass da ein Stein war. Kein Schlüssel für den Shop. Das ist ein bisschen ein Nachteil vom Hard Mode, dass es weniger Drops gibt, damit auch weniger Schlüssel und weniger Chancen darüber halt schöne Sachen zu bekommen. Kann also passieren, dass wir den ein oder anderen Itemraum links liegen lassen müssen, weil es an Schlüsseln mangelt. Deswegen würde ich auch gerne in den Shop, weil im Shop gibt es meistens gute Sachen, die die Drop-Raten ja erhöhen. Ah, guten Abend. Der nächste. Ja. Haben gerade angefangen, Isaac Hard Mode. Nochmal zur Erklärung, ich sehe es nicht ein, für eine Reihe von Unlocks zweimal spielen zu müssen, deswegen fange ich direkt mit dem Hard Mode an jetzt. Und hoffe, dass das gut geht. Wir müssen mittlerweile genug Items haben, dass das möglich ist. Ich muss nur das Ausweichen noch ein bisschen üben. Und ein Devil Deal. Ich hab's fast geahnt. Pill nehmen wir erstmal nicht, weil es könnte ein Teleport dabei sein. Nachher verlieren wir den Deal, deswegen. Und da fängt der Run an, wieder richtig geil zu werden. Brimstone und ich glaube, Flug nehme ich auch mit. Ist zwar jetzt ein bisschen glaskannenmäßig, aber Fliegen erspart einem so viel Schaden. Ist recht, wenn man schnell ist. Und Telepilz. Gut. Jetzt müssen wir nur noch Schlüssel finden für den Shop. Ja, und für den Itemraum.
Okay, machen wir, was der Schlüssel droppt. Jetzt haben wir ein Problem. Schön, der ist kaputt. Das hat's ja voll gebracht. Ah, Bloodbeck. Ich hab schon gefragt, wann das endlich mehr auftaucht. Wunderbar. Ja. Fehlt immer noch ein Schlüssel. Ah, Gott. Ja, Isaac Hill wurde uns leider verwehrt, als es richtig geil war und das eigentlich hätte klappen können. Bisschen schade, aber gut. Verdammt. Nicht ein Schlüssel auf dem ganzen Level. Wir können weder in den Itemraum rein, noch in den Shop. Oh. Ist das ärgerlich. Ja. Ja, das macht dich böse mit dem Super Brimstone-Kringel. Super overpowered und dann rausgelaufen aus dem blöden Raum. Gehen wir hoch 10. Bitte keine brennenden Pyjamas. Danke. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Wir sind gerettet. Jetzt nur nicht sterben. Erheblich mehr Champions. Aber wir liegen ziemlich gut im Rennen, was Speed-Ups angeht. Ein herzliches Dank an Mr. Little Brimstone. Friend, immerhin etwas. Gute Möglichkeit, im Schlüssel ranzukommen. Ah, hätte ich liegen lassen sollen für den Bumfriend. Verdammt, ich bin nicht rumgekommen. Ah. Auf Wiedersehen, schnöde Welt. Spinne hässlich. Isaac. Gut. Versuchen wir das nochmal. Im Idealfall müssten wir im ersten Raum ein Item finden, was die Drops erhöht für Schlüssel und ähnliche Sachen. Das wäre richtig geil. Weil dann kann ein richtig guter Lauf starten. Ja, deswegen habe ich auch die Massen von Speed-Ups nur genommen, weil ich Fly hatte dabei, deswegen. Sonst ist es sehr gefährlich. Ich habe es auch öfter drauf, dann zack durch die Tür und rein in Spikes schlittern. Ah, wunderbar. Pillen. Range Down ist nicht schlecht.
Bums-Aki wertlos. Amnesie ist natürlich nicht so toll. Und Tears Down. Nur Mistfällen. Ach stimmt, wir können nicht mehr fliegen. Halt, wo geht's denn da unten hin? Ah, zum Boss. Mal genau aufpassen, was die Lilanen Champions brauchen, aber ich glaube, das waren Münzen. Oder auch gar nichts. Der Hunger! Der Hunger treibt's rein und Isaac treibt's runter. Aus Fliegenspawn, welchen Ende haben. Ha, sag ich doch. Aber Cube of Meat ist ein guter Anfang, was Defensive angeht. Oder Ball of Bandage. Kommt ja fast aufs Gleiche raus. Ja, richtig, die Pillen sind im Pool drin. Wenn wir jetzt ein Item bekommen, was alle Pillen positiv macht, dann hat das natürlich zur Folge, dass richtig geile Pillen im Pool sind. Und wir wissen jetzt, was wir machen können, nicht mehr aus Versehen nehmen. Das hatte ich im Endless Basement One, hatte ich sehr, dass ich eine Luck-Up-Pille hatte und eine Luck-Down-Pille, nachdem ich den PRD bekommen hatte. Waren das alles Luck-Up-Pillen? Deswegen war das nachher so viel, dass das Spiel gecrashed ist, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin der Meinung, es ist in dem Moment gecrashed, als ich die Pille aufgehoben habe. Oh, wunderbar. Luck-Up. Um wie viel eigentlich? 1. Oder war es vorher 0? Verdammt, ich habe vorher nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall Luck-Up. Also, hoffentlich dreht es ein bisschen einen Drops. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal der Anfang. Doch irgendwann ein Dingens, ein Item gehabt, schon mal. Das hat alle Fliegen im Raum zu meinen Freunden gemacht. Das heißt, sie sind sofort blau geworden und haben mich unterstützt. Das heißt, es gab Räume, da sind die Türen zugegangen, dann sind die Fliegen gespawnt, dann sind sie blau geworden, die Türen gingen sofort wieder auf. Das sah schon lustig aus. Ist das? Buttbombs. Okay. Jetzt haben wir vor uns eine Bombe oder was? Gut, immerhin haben wir jetzt Bomben. Mal gucken, ob hier irgendwo ein Steinchen war. Da ist eins. Nach dem, was ich gehört habe, muss man 100 davon gesprengt haben, um einen Small Rock zu kriegen. Deswegen werde ich versuchen, jede Einzelne mitzunehmen. Thank you.
da auch ein Item gesehen, das sah aus wie eine fette blaue Fliege. Das hat nicht nur Fliegen und Spinnenstärke gemacht, sondern ich habe dann auch mitgekriegt, dass das mir Flug gegeben hat. Was ich vorher nicht hatte, das ist auch ganz nett. Sollte man auch wissen, wenn man überlegt, das zu nehmen. Dass man dann winzige Flügelchen bekommt und fliegen kann. Da. Oh, schon recht gut, wenn die ganzen Items aus der Kiste rauskommen. Ausräumen. Getötete Feinde. Da bin ich jetzt gar nicht sicher, was das für eins ist. Ich kenne nur Mulligan und den Effekt von Guppy, was Fliegen spawnt, wenn man einen Gegner beschädigt. Aber getötet, da habe ich noch nicht gehört. Fehlt mir vielleicht noch in der Sammlung. Weg hier. Oh, benebelt. Das muss eine starke Note gewesen sein. Okay, nicht gut. Schande. Oh Gott, was hab ich getan? Obwohl ich fast nicht glaube, dass das Ding ist. Es hieß immer, man muss niemals bomben oder irgendwas, um an den Secret-Raum zu kommen. Also nehme ich an, dass er da unten ist. Ein Schlüsselbettler. Ich bin so doof. Okay, stirb. Und Speeddown, wuhu. Okay, das war schon alles. Na, mal ab zum Boss. Ist ja interessant. Das wusste ich nicht, dass es so ein Item gibt. Okay, das Bandagenknäuel macht keinen Berührungsschaden, so wie der Clip auf Miet. Gut zu wissen. Jetzt hätten wir dann gerade ausprobiert. Ups. Muss ich aber aufpassen hier. Weg und Deal, ja. Ist das der Contract vom Reload, der alle Drops erhöht? Ja, oh, wunderbar.
Ich würde sagen, das kann was werden. Also ich weiß, dass Infestation fliegen spawnt, aber das war glaube ich auch nur, wenn man allein schon beim Verschießen. Töten war dafür nicht notwendig. Das waren die Spikes. Hasse ich ja. Da habe ich einmal gesehen, dass tatsächlich das Ding, der Träneneffekt Charm, das Herzchen im Gegner auftauchen, der sorgt wirklich dafür, ich habe es bei den Knochenschmeißern vor allen Dingen gemerkt, die fangen plötzlich an, sich umzudrehen und ihre Kollegen zu beschmeißen mit den Knochen und Schaden zu machen sogar. Die werden regelrecht zu Überläufern. Man sieht, ich spiele heute super vorsichtig, weil ich will nach Möglichkeit jeden Run zum Erfolg führen. Und ja. Das ist im Prinzip auch das, was mich ein bisschen dazu inspiriert hat, wieder Isaac zu spielen, als ich das zuerst gekauft hatte. Weil ich gespielt habe, so scheiße, ich habe keine Chance gegen den Gegner, alles so sau schwer und so weiter. Und dann habe ich einem YouTuber zugeguckt, der hat teilweise die Taktiken der Gegner analysiert. Und teilweise, hier will ich weg. Der ist sehr strategisch mit Isaac umgegangen und als ich das erkannt habe, dass das ein gängiger Lösungsansatz ist, um halt gute Runs zu haben. Verdammt. Hat das halt das Interesse geweckt, auch auf die Weise ranzugehen. Das war halt, ja, ist schon eine ganze Weile her. Ich hatte dann damals auch von dem originalen Isaac den Code zerpflückt und hat dann rausgefunden, dass zum Beispiel die bunten Steinchen 10% Chance haben, um einen Stein zu spawnen, wenn man ihn freigeschaltet hat. Das wusste davor keiner. Hat noch ein paar andere Sachen rausgefunden. Ich glaube auch in Videos mal erwähnt dazwischendurch. Und ja, im Prinzip, die grundlegende Nachricht ist, man kann in Isaac sehr viel erreichen, wenn man seine Item-Auswahl und so weiter optimiert und in bestimmten Situationen bestimmte Sachen nicht nimmt. Das war mir vorher nicht so klar. Und ja, es macht Isaac im Prinzip ein Strategiespiel. Wenn man halbwegs vorsichtig spielt, hat Glück fast nur noch wenig damit zu tun. Es sei denn, man kriegt einen total beschissenen Run, wo man gar keine Items hat. Bah! Und das halt relativ gespannt. Die Sojamilch. Das kann lustig werden. Oh, ich freue mich schon. Jetzt ein schöner Träneneffekt dazu.
geil ist mit der Sojamilch, was ich mir zum Beispiel zumindest geil vorstellen kann, ist, wenn man dann Guppy hat. Wobei natürlich auch der Base-Schaden relativ hoch sein muss, damit, die Fliegen auch entsprechend Schaden machen. Aber ansonsten ist das halt eine coole Sache, weil, Max Feuerrate, mehr geht gar nicht. Aber der Schaden ist halt minimal. Da müssen wir dann was machen. Ich krieg mich mal Fliegen tot. Oh, das ist eine interessante Taktik, hier was Gutes draus zu machen. Sojamilch scheint, vom Prinzip her sehr negativ zu sein. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, jeder Träneffekt, den man hat, hat eine gewisse Chance, aktiviert zu werden. Und wenn man sehr hohe Feuerrate hat, wie bei der Sojamilch, ist natürlich die Chance astronomisch höher, dass einer dieser Tränen diesen Effekt trägt. Und da gibt es ein sehr schönes Zusammenspiel von Items, wenn man das macht. Deswegen habe ich das jetzt genommen. Weil das echt lustig werden kann. Und lustige Runs sind gute Runs. Interessant ist auch hier ein Knockback, der den Gegner oben an der Decke hält. Weit außer Reichweite. Ja, es wird jetzt ein bisschen langwierig dadurch, aber ich glaube, der Effekt nachher wird sich zeigen. Ah ja, Lamp of Coal ist interessant, ja. Eine schöne Kombi dafür. Es gibt ja auch ein umgekehrtes Item jetzt, das macht quasi, dass die Tränen stärker sind, die dichter so dran sind. Auch relativ witzig. Allerdings schränkt das die Reichweite extrem ein. Ah, und das ist der Würfel. Schauen wir uns mal den Rest vom Level an. Richtig geil sieht das Item aus, wenn die Tränen kleiner werden, die weiter weg sind, in Kombination mit Brimstone und Ludovico-Technik, wo es dann dazu kommt, dass man diesen lustigen Kreis hat. Der fängt dann an zu pulsieren und in der Größe zu variieren, je weiter er weg ist. Das habe ich gestern auf dem Stream gesehen, das sah relativ geil aus. Lustige Kombination. Oh, Holy Water hätte ich natürlich gerne. Erstens, um es in der Sammlung zu haben und zweitens, weil es gar nicht so schlecht ist. Jetzt natürlich eine Karte. Tanken werden ganz interessant. Oh mein Gott, Last. Schlimmster Gegner überhaupt mit Knockback. Und Poison Touch. Das fängt doch gut an. Ja. Mal schauen, wie lange dieser Run lebt. Wir sind noch auf Basement 1, ich dachte schon, wir wären auf dem zweiten. Zwei unterm Bus und Linked Stone. Was heißt das? Was macht der? Woran erkennt man den? Das wüsste ich natürlich gerne, wie man den erkennt. Und was dann passiert vor allen Dingen. Ist es einer, wo eine Leiter kommt? Ach so. Ja. Nee, jetzt war hinterm Bus. Hier soll einer sein. Einer von den bunten.
Nee, ich nicht. Oder meinst du hier den? Ach, den, ja. Den habe ich gesehen. Ja. Bombe ist nicht drin. Das heißt, warte mal, es könnte was im Shop sein. Runtergesetzt. Gucken wir mal rein. Das Ding ist lustig. Droppt Items, wenn man getroffen wird. Immerhin etwas. Okay, ein Leiter kann da auch drunter sein, ist interessant. Das suche ich noch nicht. Ich habe Leiter bisher immer unter irgendwelchen zufälligen Dingern gefunden, die überhaupt nicht markiert waren. Ja, jetzt wird es zu schnell natürlich. Oh, schlimmstenfalls können wir uns ja wehtun, um Items zu bekommen. Das ist ein beschissener Raum. Ja. Das meinte ich mit wehtun, um Items zu bekommen. So, gleich kommt mal eine Bombe. Öfter, das ist mir. Sagen wir mal so, ich hatte sehr viele Falltüren nachher in dem Basement Run. Aber ich hatte nachher auch Luck gemaxt. Aber es war ein Run mit Kane und von daher kann das durchaus sein, dass das einen Zusammenhang hat. Aber wir haben mal den Luckfoot, wenn ich mich nicht irre. Also sind wir quasi Kane. Ach nee, haben wir nicht mehr, sind wir gestorben mit. Gut. Ich merke immer Items, wo man keine Bombe für die Stellen braucht, sondern einfach klein trampeln kann. Wenn man dann hohes Luck hat, dann fliegen die Items nur so um einen. Lucky Rock ist dafür zum Beispiel sehr gut geeignet. Da kommen aus fast jedem Stein nachher dann Münzen raus. Ich bin quasi mit den Münzen aus den Steinen auf 99 Cent gekommen. Das schön, immer schön breit sprühen. Und irgendwie werden die schon getroffen. Zielen braucht man nicht. Die Masse macht's. Und da haben wir Dingel. Den wildesten aller Bosse. Ja, verdammt. Verdammt.
muss doch machbar sein. Nett. Ich kann auch hier reingehen. Oh. Ja, warum nicht? Kann nur schlimmer werden. Oh Gott, Envy. Na gut, vielleicht gibt's ja Schubderhub, das wäre ja mal was. Frag mich, ob da auch eine Angriffsfliege droppen kann, wie es auch im normalen Isaac war. Das würde mich ja mal interessieren. Das habe ich bisher noch nicht beobachten können. Bisher war immer Schubdewupp oder irgendein anderen Gebrauchs-Item. Konzentration. Und wir leben noch und Schubdawupp. Wunderbar. Oh, das war das Ding mit den Rambok-Dings. Ja, von dem keiner weiß, wie es funktioniert. Beste Geier. Habe ich noch nicht raus, wozu das Item gut ist, aber wir nehmen es erstmal mit. Vielleicht erweist es sich ja später als nützlich. Diese Tür haben wir schon rausgelassen. Hätte einfach verbrennen lassen können, aber nicht, mussten ja rauslassen. Ja, das ist der D10. Ich habe auch mal einen... Oder meinst du einen Würfelraum? Ich habe bei den Würfelraum gehabt, der würfelt Item-Drops neu im Raum. Ich glaube, die 2 war das. Da sind dann 2 Kisten, die machst du dann auf, dann liegen jetzt 10 Items auf dem Boden und dann gehst du auf die 2 drauf. Und dann würfelt da sämtliche Items neu. Und dann hatte ich dann nachher 5 Kisten zu stehen, alles mit Zeug drin. Das war relativ nett. Also ähnlich wie der D20 hat er gewirkt. Ah, die Bandage. Okay, nochmal AP aufsammeln. Karte angucken, alles clear.
Bomben haben wir nicht, also brauchen wir nicht nach irgendwelchen Sachen suchen. Ab zum nächsten Level. Aber schon eine coole Sache, gleich am Anfang die tote Katze zu kriegen. Weil man normalerweise in dem ersten Level gar keinen Levelraum kriegen kann. Ich werde nicht sterben hier. Das Item ist der D10. Hat der echt nur eine Ladung gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich hab aber glaube schon mal gehabt. Gleich mal den Stein hier mit. War ein Risiko. Hätte auch sein können, dass wir keinen Schlüssel mehr rauskriegen. Dann. Oh, ich dachte mir, oh Gott, so viele Scheiße. Sonst hatten wir jetzt schon. Da kommt es auf den einen auch nicht mehr an. Und wenn es was Gutes gibt, hat es sich wenigstens gelohnt. Oh. 10 Bombs. Jetzt haben wir auf jeden Fall Bomben. Vielleicht warten sollen, bis Schiffsbuch wieder geladen ist. Autsch. Da war ein Ding, was ein ganzes Herzschaden gemacht hat. Dann gucken wir uns nochmal um. Eventuell noch ein bisschen Panzer. Ja, die mittleren sind furchtbar, ich kann sie ganz schwer nur ausweichen. Teilweise auch gar nicht. Jetzt möchte ich in den Shop gehen, bitte.
Na, 80 Cent im Shop. Ich dachte, da hätte ich schon mehr reingepackt. Na gut, auf jeden Fall ist das Ding, ich glaube, das brauchen wir nicht. So, genug für den nächsten Shop aufheben. Den Rest ignorieren. Ah, wunderbar. One up. Damit kann man was anfangen. Und in den Geheimraum reinbomben. Und jetzt kommen wir rein, ohne Schaden zu nehmen. Haha, ausgetrickst. Ja, aber welche Herzen soll ich aufbewahren? Ich hab doch gar keine. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Oder gilt es auch für Herzen, die man gar nicht hat? Halt, wo war der Shop jetzt? Hier, ne? Da bin ich doch jetzt mal gespannt. Oh. Oh. Okay, ist gekauft. Dankeschön, ich hätte es voll ignoriert. Okay, ich will in den Raum nicht rein. Halt, wir haben ja gar kein Trinkgeld, dann können wir auch mal eins mitnehmen. Ups. Falsche Taste. Ich wollte eigentlich Bomben nehmen. Bin ich vielleicht dahin. Ah, wunderbar. Stats up. Und Krampus, verdammt. Wunderbar. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich über den Kopf mitnehmen will. Ich glaube, ich will den Kopf mitnehmen. Weil, ja. Ember. Absolut geiler Room Clear. Ha ha ha!
Der Kopf macht Brimstone in alle vier Richtungen. Mit anderen Worten, richtig übel, um große, volle Räume zu klären. Macht auch genug Schaden, um am Herz zum Beispiel mal eben die halbe AP wegzuziehen. So ungefähr. Wie gesagt, gut für den Raum voll irgendwie Gegner. Ja. Ganz mein Reden, deswegen konnte ich da nicht drum rumgehen. Das musste ich haben. Ja, Liberty Cap ist lustig. Na, schade. Hätte noch ein schönes Pilz-Item geben können. Und diesen Raum hasse ich wie die Pest. Eigentlich. Okay, einer weniger. Ah, verdammt. Oh Gott, ich muss da durch, glaube ich. Nicht gut. Furchtbar Gegner. Ist nicht vermeiden. Jetzt fehlt es mal weiter, sind wir wieder für den blöden Raum. Schlüssel haben wir auch nicht. Und das schreit nach Fail. Oder extrem krassen Ausweichmanövern. Oh, hat mich das erwischt. Kein Bock auf den Scheiß. Ich komme mit einer Bombe. Aber wir können schon mal anfangen. Okay. Oh, Envy. Aber das Schöne ist, solange der Run nicht vorbei ist und man dabei stirbt, zählt das nicht als Fail sozusagen. Das heißt, es wird nicht von meiner, Punktzahl sozusagen abgezogen.
Deswegen habe ich jetzt, als ich gesehen habe, dass es gar nicht mehr gut ausgehen kann, habe ich gesagt, okay, direkt neu starten. Weil das war echt blöd. Das. Ah, BFF, Big Beautiful Fly. Okay. Die habe ich noch nicht gesehen. Macht ihr paar Schaden, wie das lustige Auge. Die explodiert. Geil. Okay, das hat was. Ja, Brak. Wenn ich jetzt eine kontrollierte Explosion bringen könnte, hätte ich in jedem Raum eine kostenlose Bombe. Im Prinzip unendliche Bomben. Ach, nee, geht nicht. Schade. Aber Larry ist schon mal halb tot. Ist sehr geil. Wunderbar für Boss, kann ich mir vorstellen. Zusammen mit Schub der Wupp quasi ist der Wind. Und die spawnt auch noch nach. Geil. Okay. Ist gekauft. Autsch, ist ja fast schief gegangen. Boom. Ah, verpasst. Die Fliege ist imbar. Kann man anders nicht sagen. Die ist definitiv overpowered. Ich könnte in der Ecke rumstehen, einfach nur warten, dass die neue spawnt und den Gegner erledigt. Das ist das Ding, was mir in dem blöden Raum gerade gefehlt hat. Ja, das war blöd. Item ist. Oh, war das das? Splash Damage, Cricket's Body. Oh, das Ding ist gut. Das ist richtig gut. Kein besonderer. Ja, auch nicht. Was richtig böse kommt, ist Sojamilch zusammen mit der Splash Damage. Oder Polyphemus wahrscheinlich auch. Ich hab die Kacke vergessen. Ja, nimm die Spinne raus, bitte. Sauber.
Und... immer die Bombe zurückgekriegt. Komm, meine Fliege, du bist es doch auch. Beseitige diese Böden. Na gut, ich war schneller. Blockiert meine Tränen, ich schieße. Ist ja ein bisschen uncool. Shotspeed, oh schön. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Wir haben zwei Räume mit Schloss. Eins davon ist aus der Bibliothek, dann lohnt sich das doch mal da reinzugeben. Falls der Shop ist, können wir da vielleicht einen Schlüssel kaufen, um dann trotzdem in die Bibliothek reinzukommen. Schauen wir mal. Oh, FPID, ich will den haben, ich will den haben. Oh, wir haben eine Bombe, wir haben eine Bombe. Bitte, bitte, 10 Cent. Oh, fast. Ich brauche nur ein paar Cent. Eine Bombe vielleicht, um den Spendenautomaten nochmal zu bombardieren. Scheiße. Verdammter Mist. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Keine Kacke mehr zum Rumschießen da. I. Richtig I. Okay, das kriegen wir aber hin. Na, schön. Hier haben wir Full Health. Wunderbar. Das Ding ist fies. Der Boss ist unfair. Ja! Oh, verdammt, knapp daneben. Gut. Ach, verdammt, ich habe gerade Besuch bekommen. Ich bin mal kurz ein paar Minuten weg.
da bin ich wieder. Okay. Wo stehen wir? Ja, gut. Boah, war das knapp. Überschubsen, Römel. Ach du Hilfe, der blöde Boss. Hoffentlich fliegt unser Flieger bald rein. Autsch. Fliegt gar nicht rein, auch gut. Doch. Da kommt's freigeschaltet. Wuhu! Oh, und ich habe nicht aufgepasst. Oh! Dieser blöde Hüpfer. Oh, ist das ärgerlich. Okay, nehmen wir mal einen anders. Nehmen wir mal Eve. Und durchgeflutscht. Ich glaube, Eve ist ein bisschen schneller als Isaac. Ich glaube auch schon im Wrath of the Lamb so. Okay, Itemraum hat Little Chubby. Oh, das wird ja richtig gut. Also viel Schaden ist schon mal gesorgt, jetzt muss er nur noch nicht sterben. Sekunde, gucken, was da ein Scale abgeht.
Gut. Nichts Wichtiges. War of Babylon aktiviert übrigens nur bei Eve mit einem Herz. Bei allen anderen Charakteren scheint es so zu sein, dass es bei einem halben Herz als aktiv wird. Das heißt, Eve hat da einen kleinen Vorteil, was das angeht. Wow, Ninja Spider. Den Steinchen würde ich hier gerne ran. Keine Chance. Erstmal den Boss töten. Hoffentlich zumindest. Wunderhübsch. Okay. Shotspeed müsste eigentlich den Shop auch beschleunigen. Ich glaube, das tut's. Hermit war der Shop. In dem Fall würde ich es nicht benutzen. The Moon war der Secret Room. Hermit war Shop. Ja. Okay. Ja, hier haben wir alles. Curse of Darkness. Oh Mann. Pillen. Pretty Fly und Balls of Steel. Wunderbar. Ist der Schaden noch anständig, dank Core of Babylon. Die Hure von Babylon. Das ist ein komischer Name für ein Item. Trollbomben. Ninja-Spinne. Oh, nicht super Pride. Verdammt! Ah, ist das ärgerlich. Ah, sorry, ich bin voll aufs Mikrofon gestoßen. Ah, ist das ärgerlich. Ich glaube, ich starte jetzt mal mit dem Zyklonraum, wenn ich ihn sehe. Den Curse-Raum. Der Dio, D10. Gegner neu rollen. Das heißt, wenn ich einen blöden Raum habe mit beschissenen Gegnern, dann einfach zack und weiter geht. Von dem Champion abgesehen, der mich gerade fast geownt hätte. Geht mal rüber, Vogel. Okay, gar nix. Oh, der schubst der Böse.
Bitte eine Bombe. Schlüssel, auch gut. Bringt hier aber nichts. Ich nehme an, der bringt hier nichts. Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Los, Vogel, rein da. Happy Upgrade. Wunderbar. Ein ekliger Raum. Champion, der schießt, ist ja widerlich. Sieht so ein Mist aus. Au. Da kommen wir nicht ran. Oh, juhu. Den Shop wollen wir nicht. Ja, es geht weiter. Ich habe mittlerweile zu Eve gewechselt, wenn es zu blöd war. In der Hoffnung, dass es mal ein bisschen sich anders entwickelt. Und ich habe den lustigen Würfel gekriegt, der die Gegner würfelt. Ja, Chemical Peel. Damage up nehme ich gerne. Ja, das Schöne an Eve ist, dass sie ein bisschen schneller ist, deswegen bevorzugter Kandidat. Wenn es ein bisschen blöde läuft, man kann viel besser ausweichen und alles. Jetzt fliegen. Das habe ich jetzt nicht gerafft. Ist das für ein Chemical Peel? Hm. Keine Ahnung. Monstro, mal wieder. Ach so, der Run mit der Fliege ging zu Ende mit dem letzten Gegner von The Caves. Der Typ, der mit den lila Flammen um sich wirft. Den habe ich getötet, aber hab dann nicht aufgepasst, hab Katakombs freigeschaltet im Moment. Hab mich so gefreut, nicht aufgepasst, und hat mich einer der anderen Trash-Mobs, der noch übrig war, den habe ich übersehen, hat mich dann gekillt, dem letzten halben Herzen, was noch übrig war. Durchwachsene Item-Auswahl. Hermit ist der Shop, den tragen wir mal weiter mit rum. Und mal einen Blick in den Curse-Raum werfen. Ah.
Das hat sich gelohnt. Wobei ich jetzt natürlich gerne ein halbes Herz weniger hätte auf den roten. Zwecks, ja, Babylon, Hure und so weiter. Mal kurz einen Schluck eingießen. Ja, vor allem das Ärgerliche war, ich hatte da die ganze Zeit gestanden, habe mich ziemlich gut angestellt, habe quasi mit jeder Attacke richtig gut ausgewichen und dann so ein Murks. Hey, ich will andere Gegner. Interessant. Er würfelt nur die Gegner neu, die übrig sind. Das heißt, man kann die einfachen beseitigen und dann den Rest neu würfeln lassen. Das ist ja sehr interessant. Und schon funktioniert es weiterhin, dass die grauen Herzen einem erlauben, den Challenge-Raum zu betreten. Auch wenn man nicht genug rote Herzen hat. Okay, Goldkisten. Kommen wir nicht ran. Noch nicht. Das ist nicht besser. Verdammt. Ich habe gehofft, Schaden vermeiden zu können. Aber das war nicht wirklich optimal. Sehr interessant, da kommen auch Gegner, die normalerweise auf dem Level gar nicht sein sollten. Kann also wirklich alles kommen. Ja, pass auf, nachher würfeln wir einen normalen Trashmob zu oder eine Fliege zu einem Miniboss um. Das wäre die Krönung. Also scheint wirklich jeden Gegner einzeln auszuwürfen. Hier ist ja alles gemischt miteinander. Ist ja richtig krank. Den Schlüssel hebe ich erst auf den Itemraum auf. Ja, überleg mal, wenn du noch die Batterie dazu hättest oder was immer das war. Ne, die 9 Volt. Die verringert ja um 1. Das heißt, wenn es ein Ruhm-Item ist, dann lädt das den konstant nach, während man durch die Gegend rennt. Man kann also den gleichen Raum mehrfach neu würfeln, im Endeffekt. Das ist dann erst OP. Das ist einfach zu albern. Wo es natürlich auch, ja, Probleme mit sich bringt. Okay, jetzt wird's langsam ungemütlich. Ah. Verdammt. Das waren nicht mal die Gegner, das waren die Spikes. Das war eine scheiß Idee in dem Raum. Ich glaube, mit den Türmen wäre ich besser klargekommen. Also, der Würfel hat seine Kehrseiten. Ha, 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 ha. Mindestens 5. Ne, 10 waren's. Also mit Vorsicht zu genießen. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Ach man, hört immer auf, euch doch nicht zu verdrücken hier. Ich möchte euch doch nicht töten. Proptosis. Das Ding ist geil. Das kann lustige Kombinationen auslösen. Aber richtig lustig.
Pose ist eins von den richtig coolen Items, finde ich. Die richtig extrem den Run beeinflussen können. Okay, Shot Speed, wunderbar. Erhöht zumindest die Reichweite ein wenig. Okay, kann man hier irgendwas noch machen? Curse-Raum können wir checken. Ob es da vielleicht einen Schlüssel drin gibt oder Bomben. Wir haben immerhin ein, zwei. Ja, zwei bunte Steinchen auf dem Level. Tada, Taktik. Okay, jetzt haben wir zumindest hier fünf Schlüssel. Bekommen eine Bombe. Nämlich hierfür. Und bekommen zwei Bomben. Nämlich hierfür. Ist ja wunderbar. Fehlt da bloß noch die Bombe. Verdammt, da ist keiner. Ich habe noch einen Stein hier, bevor ich die letzte verschwende. Ah ne, schätze ich den Stein, ich bin Schlüssel haben. Für den nächsten Itemraum. Okay, der befindet sich rechts unten, rechts. Kommt natürlich cool mit Tor of Babylon und Proptosis. Das ist direkt astronomischer Schaden. Ja, ein Bombendeal, hast du recht. Autsch. Best Friend. Im Zweifel eine kostenlose Bombe. Das ist doch schön. Ja, dann schauen wir doch gleich mal, was hier ist. Und ein Schlüssel. Oh, im Großen auch. Gut. Guck mal nach, sobald es Bomben gibt. Oder aber den lieben besten Freund. Bad Trip. Na toll. Okay, Boss clearen.
Magic Mushroom. Book of Belial, Ghost Baby. Guppy's Collar nehme ich mit. Und Ghost Baby. Book of Belial lasse ich einfach deswegen liegen, weil... Idealfall, wir bleiben auf einem Herz. Permanent Tor of Babylon. Das war die Idee. Obwohl, wir können auch auf Null gehen. Ja. Scheiß auf den Typen. Voll Glass Cannon Mode. Weil Verwendung von Book of Belial erhöht die Chance auf den Devil-Raum. Und ich bin bereit, den Strohhalm zu greifen für einen guten Run jetzt. Stimmt, da ist der Stein. Okay, geschenkte Kiste. Wunderbar. Wir bräuchten noch was, wie wir an Herzen rankommen. Am liebsten hätte ich ja Dark Bum. Der ist richtig nett. Vor allem, weil der einen zuverlässig mit Herzen versorgt. Hier ist kein Stein. Hier ist noch einer. Ja, war ganz gut, die Herzen wegzugeben. Wow, die Tränen. Alter Falter. Dazu noch Polyphemus wäre geil. Das wäre dann der Burner. Okay, haben wir ein Super Secret. Vielleicht auf der rechten Seite, da kommen wir nicht ran. Ich bin gerade noch am Grübeln, ob ich hier... Kommt dummerweise nicht mehr an genug Cents ran für den... Shop, aber es sollte im nächsten dann reichen. Alter, ist das geil. Ein paar Coins? Ne, nur Spinnen. Gut. Dann war's das in dem Level. Halt, sind hier noch Feuer vielleicht? Nee, der schon. Okay, dann war's das. Katakombs, gerade ist es entsperrt. Jetzt schon da. Ist das geil, die sind kein Problem mehr. Weil die einfach dahin schmelzen. Ich würde sagen, der Schaden ist fürs dritte Level ganz annehmbar. Ach du Hilfe, das ist der Kringelwurm. Der ist scheiße, den will ich nicht. Obwohl die. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Das Ding nochmal ablegen. Ich glaube, wir treffen mehr damit. Das sieht... Ja, sieht geil aus. Vor allem die Geschwindigkeit ist Hammer. Oh, die Shears. Nettes Item, aber...
Ich bleib lieber bei dem Buch. Das ist zu lächerlich. Okay. Blum, 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 blum. Okay, Next Level Taktik. Wir gehen nochmal kurz in den Itemraum. Nehmen die mit. Gehen hier runter. Holen uns das Herz. Und wieder zurück. Oh, die Musik ist ja wirklich super düster. Was war das eigentlich gerade für ein Müll? War das ein Schlüssel für einen Schlüssel? Evil Range und Speed Up. Wow, das ist für Proptosis eine ziemlich abartige Range. Hilfe. Oh ja, Lamp of Coal, bitte. Krampus Kopf. Nicht so geil wie Book of Belial. Muss ich ganz ehrlich sagen, kommt nicht ran. Okay, wir suchen noch ein paar Cent und wir haben jetzt... Es gibt einen Grund, warum ich hier trotzdem aufmache, die Schlösser. Ich bekomme Schlüssel da wieder. Aber die Sache ist die, dass alles, was man irgendwie öffnet mit Schlüsseln und so weiter, Chancen hat, was zu droppen. Ähnlich wie zerstörte Felsen. Deswegen bin ich da aus Prinzip erstmal ran, um das abzuklären. Warte mal. Nö, hier will ich nichts von. Den Schlüssel maximal. Ja, kauft man gleich, bevor ich es vergesse. Und dann guck mal in die Bibliothek rein. Anarchist Cookbook. Nett. Nehmen wir nicht. The Tower macht auch Bomben, aber wir nehmen Ansus. Was immer Ansus macht, da bin ich ja gespannt. Jetzt sind wir der Beringer ganz, ganz lieb. Moment, ich frag den mal im Skype. Mal gucken, ob er mir antwortet.